Name ist Sebastian Wickenberg. Ich arbeite seit Anfang Januar als Digitalisierungscoach bei Alexander Pöckl. Vereinfacht gesagt unterstütze ich Industrieunternehmen bei ihren Digitalisierungsaktivitäten. Und das mache ich, indem wir gemeinsam das Unternehmen analysieren und diejenigen Stellen finden, die das größte Nutzenpotenzial in Sachen Digitalisierung bergen. Ziel ist es, entweder in solchen Projekten neue Möglichkeiten für zusätzliche Einnahmen zu finden oder eben halt mit Digitalisierung die internen Prozesse zu verbessern. Das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Und es ist auch eine gute Frage, weil es ist tatsächlich ja so, dass Digitalisierung einen sehr breiten Bereich umfasst. Wenn ich also eine E-Mail statt einen Brief verschicke, ist das auch eine Form von Digitalisierung. Allerdings reden wir natürlich eher über solche Themen wie vorausschauende Wartung auf Basis der Analyse von Echtzeitdaten von Maschinen. Genau da ist auch so ein bisschen die Challenge für die Unternehmen, weil dadurch, dass es so eine breite Spanne ist, ist es natürlich sehr schwer auch zu finden, wo ist denn jetzt für mich der Ansatzpunkt, um in das Thema mal einzusteigen. Wenn wir uns jetzt einfach mal einen Unternehmer vorstellen, den wir Max nennen, dann ist es die Aufgabe von Max, die Snackautomaten, die bei Unternehmen stehen, zu befüllen und zu bewirtschaften, und er verdient am Umsatz der Snackautomaten. Und wenn er jetzt Pech hat, dann hat er gerade gestern den Snackautomaten aufgefüllt und heute ist vielleicht eine große Kundenveranstaltung und die räumen den Snackautomaten komplett leer, und da er nur einmal in der Woche vorbeikommt, um wieder den Automaten aufzufüllen, entgehen ihm jetzt eine ganze Menge an Einnahmen. Und dann hat er sich überlegt, was kann er da machen, wie kann er dem begegnen, und hat sich überlegt, er könnte ein digitales Bezahlsystem dort in den Automaten integrieren. Und mithilfe des digitalen Bezahlsystems kriegt er also eine Transparenz in die Bestände des Automaten und kann den eben halt rechtzeitig befüllen und kann darüber hinaus eben halt auch die Kundendaten nutzen, das Kaufverhalten zu analysieren. Und mit dieser Analyse kann er eben halt auch natürlich ein gezieltes Marketing aussteuern. Er kann beispielsweise Vertriebsaktionen organisieren. Wenn er eben halt weiß, dass Lise Müller immer morgens um 10 gerne eine Tüte Gummibärchen kauft, kann er dieses Wissen eben halt auch nutzen, um seinen Umsatz zu steigern. Insgesamt ist er jetzt eigentlich ziemlich happy mit der ganzen Geschichte, weil er natürlich jetzt zusätzliche Einnahmen hat und weniger Aufwand, weil er eben halt weniger Bestellungen hat. Ja, viele Unternehmen sehen in Digitalisierung häufig eben halt nur den Bereich der Effizienzverbesserung interner Prozesse. Aber viel spannender ist es eigentlich, die Themen sich anzuschauen, wie kann ich eben halt zusätzliche Einnahmen generieren, durch zusätzliche digitale Services oder durch zusätzliche digitale Geschäftsmodelle. Das Thema ist deswegen für Unternehmen relevant, weil sich im Moment in der Wirtschaft eine ganze Menge ändert. Und wenn wir nur überlegen, wie wir selber vielleicht noch vor 10 Jahren Schuhe gekauft haben, dann ist eben halt das heute ein ganz anderer Weg. Die Kunden sind viel, viel besser informiert, die Erwartungshaltung ist viel größer. Und dazu kommt auch noch, dass eben halt die Wettbewerber von morgen sind nicht mehr nur alleine die Wettbewerber von heute. Da gibt es eine ganze Reihe an Beispielen dafür. Und das spricht also dafür, dass man sich frühzeitig mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Digitalisierung betrifft grundsätzlich jede Branche, aber unser Digitalisierungscoaching, was wir anbieten, dient vor allen Dingen dazu, kleine und mittlere Industrieunternehmen bei deren Digitalisierungsaktivitäten zu unterstützen, damit die den digitalen Wandel bewältigen können. Als Alexander Pöckl unterstützen wir eben mit dem Digitalisierungscoaching. Wir entwickeln gemeinsam mit den Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie. Die ist immer individuell, weil auch die Ausgangslage in jedem Unternehmen eine andere ist. Und während wir diese Digitalisierungsstrategie entwickeln, kommen wir auf die Punkte, die eben halt den größten Nutzen für das Unternehmen bieten. Diese versuchen wir dann in Projekte umzusetzen. Und wenn der Kunde das wünscht, dann begleiten wir diese Projekte auch und sorgen dafür, dass die Digitalisierung dort auch nachhaltig umgesetzt wird. Wenn Sie Interesse am Thema Digitalisierung haben, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch. Und wir würden uns freuen, wenn wir näher mit Ihnen ins Gespräch kommen könnten.